Ja, hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Heute geht es um einen Bluetooth-Lautsprecher. Und zwar von der Marke Fantech. Und jetzt zeige ich euch erstmal, wo das Gerät überhaupt bestellen könnt. Den Lautsprecher gibt es bei Amazon zu kaufen. Nennt sich Fantech mobiler Bluetooth-Lautsprecher. Der kostet 28,98 in der Farbe Schwarz. Den gibt es natürlich noch in ganz vielen anderen Farben. Schwarz, Weiß, Blau, Gold und so weiter und so fort. Da variiert der Preis dann so minimal. Falls der Lautsprecher euch interessiert, den Link zu dem Produkt poste ich wieder im Text halt unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Und dann sage ich mal, viel Spaß mit dem Video. Und hier haben wir den Lautsprecher jetzt. So, holen wir mal raus. Da ist nichts mehr drin. So. Hier haben wir einmal so ein Band zum Befestigen. Bedienungsanleitung, also eine Garantiekarte. Dann haben wir hier, das ist auf Französisch, ja, die Bedienungsanleitung. Dann haben wir einmal hier das Ladekabel und den Lautsprecher selber, und der schaut dann so aus. Gerade ein bisschen fühlen, die Verarbeitung, ja, sehr gut, keine scharfen Kanten oder sowas. Wo haben wir den ungefähr? Ich sag mal, das ist jetzt oben. So. Zeige ich dir mal gerade so ein bisschen. Ja, und hier unten hat er hier so kleine Füßchen, damit er nicht wegrutscht. Also ein schönes Produkt, der ist schon mal sehr gut verarbeitet. Ja, jetzt schaue ich mir doch die Funktionen an und dann zeige ich die euch mal. Jetzt wollen wir die Geräte erstmal verbinden. Dazu schalte ich das Gerät an. Drück hier unten mal drauf. Jetzt ist es angeschaltet. Es ist auf blau gewechselt und blinkt die ganze Zeit. So. Jetzt gehe ich hier zu der Play- oder Telefon-Pause-Taste und halte die mal gedrückt. So. Jetzt blinkt es rot-blau abwechselnd. Das heißt, ich kann jetzt auf meinem Smartphone mal Bluetooth einschalten. Wissen wir. Jetzt gehe ich mal auf Scan nach Geräten. Und schon wird er hier unten angezeigt. Da steht jetzt auch Fantech. Und er ist verbunden. Ja, laden ist relativ einfach. Einfach das mitgelieferte Kabel in die dafür vorgesehene Buchse stecken. Ich habe jetzt hier ein externes USB-Ladegerät angeschlossen. Man kann aber auch über den USB-Port vom PC laden. Dann wird das hier einfach reingesteckt und ja, dann lädt das Gerät. Das sieht man dann hier an der roten LED. Ja, jetzt machen wir noch einen kurzen Vergleich, wie weit die Reichweite geht. Hat er schon Aussetzer gehabt. Ja. Das sind jetzt vielleicht ungefähr 6-7 Meter, denke ich mal. Aber ich habe mal Bluetooth-Kopfhörer gehabt, damit konnte ich fast in den zweiten Stock gehen und die funktionieren noch. Und naja, also bis die Entfernung funktioniert, ja, das sind gut 5 Meter, würde ich mal behaupten. Aber danach ist er dann
schon am Schwächeln. Also die Entfernung kann mich jetzt nicht überzeugen. Jetzt erkläre ich mal kurz das Gerät, das ist eigentlich sehr einfach. Also, diese kleinen Füßchen, wo ich gesagt habe, das sind auch Füßchen, aber gleichzeitig auch Bedientasten. Hier haben wir die Taste an- und ausschalten. Hier haben wir den Eingang, um das Gerät zu laden. Kauft man sich am besten ein externes USB-Ladegerät. Hier haben wir einmal Lautstärke leiser, also Minus, und ein Lied zurück. Hier haben wir Telefon, annehmen, Pause, Play-Taste. Und hier haben wir dann noch Lautstärke lauter, 4 Plus und Lied vor. Ich habe gerade mal pausiert, jetzt drücke ich mal auf Play hier. Und jetzt mal auf die Minustaste, um Lautstärke leiser zu machen. Man muss die gedrückt halten. Man kann nicht nur immer die ganze Zeit draufdrücken und dann den Schritten leiser machen, geht nicht. So ist er leiser, jetzt drücken wir wieder auf die Plus-Taste und dann, wenn er ganz laut ist, piept er ein paar Mal hintereinander, solange man mal gedrückt hält. Das heißt, lauter geht's nicht. Hört aber gleich. So, das war das Piepen. Ja. Mit der Plus-Taste soll ja ein Lied vor. Können wir mal ausprobieren. Ich habe 3 Lieder mal drauf. Na. So, da ist das Lied, haben wir ja gerade pausiert. Drücken wir mal wieder auf Play und dann gehen wir mal zu der Plus-Taste hier. So, jetzt passt mal auf, ich drücke einmal drauf. Was macht er? Er geht nicht ein Lied vor, sondern er geht wieder am Anfang von das Lied hin. Jetzt drücke ich 2-mal, 1, 2. Was macht er? Er geht wieder am Anfang von dem Lied hin. Jetzt drücke ich 3-mal drauf, 1, 2, 3. Und jetzt... Und jetzt ist er erst zum nächsten Lied hingesprungen. Ich kann euch nicht erklären, warum das so ist. Ja, jetzt drücke ich auf Play und dann drücken wir mal die Minustaste. Die Minustaste. Da geht er ein Lied zurück. Und dann geht er wieder ein Lied zurück. Also Minustaste ist kein Problem. Plustaste muss man 3-mal drücken, um ein Lied nach vorne zu springen. Sehr seltsam. Was ich auch nicht so gut fand, ich finde er ist ein bisschen schwach auf der Brust vom Bass her. Machen wir gleich mal einen Vergleich hier mit dem Music Man, mit der kleinen Version. So, nehmen wir mal meinen Music Man. Der ist ja, ja, der kostet, was kosten die Dinger zurzeit? 18 Euro oder so, glaube ich. Oder man guckt mal unter Gebrauchtwährungsdeals, da kriegt man sie manchmal sogar noch günstiger. Ja, also ich bin vom Fach. Vom Bass her ist er viel besser. Nicht wundern, wenn er so rumhüppelt. Es gibt ja diese Platten hier zum drunterkleben. Dann bleiben die da, wo sie sein sollen. Vom Bass her finde ich ihn auf jeden Fall besser. Zeige ich jetzt nochmal. Nehmen wir nochmal Feel the Melody hier. Das soll mal der kurze Vergleich gewesen sein. Also meine persönliche Meinung, ich bin jetzt kein Klangexperte oder sowas. Der Music Man ist kleiner, hat aber irgendwie einen besseren, kräftigeren Bass. Der hat ja auch einen viel größeren Lautsprecher hier verbaut. Aber
Mir gefällt das Gerät überhaupt nicht. Das liegt einmal daran, ich finde halt zu bassarm. Dann ist er von den Klängen her nicht ganz so sauber. Und halt, was soll dieser blöde Mist mit der Plus-Taste, dass ich da dreimal draufdrücken muss, um ein Lied nach vorne zu springen. Also muss nicht sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das Gerät ja, gerne mal bestellen. Ich würde es nicht machen, da gibt es viel bessere Produkte für 30 Euro oder vielleicht 10 Euro mehr. Beziehungsweise hier der kleine Music Man für unter 20 Euro. Da kann sogar eine Micro-SD-Karte rein. Braucht dann noch nicht mal ein Smartphone oder ein MP3-Player. Hier könnt ihr sogar einen Kopfhörer anschließen. Ist ein feines Gerät. Den gibt es auch noch in der großen Version. Der ist ungefähr so lang und hat dann links und rechts eine Box. Ja, so viel zu der Vorstellung von dem Fantank Bluetooth Lautsprecher. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.